Unruly Passenger wird von Passagieren, die Polizisten eigentlich im Urlaub sind, festgenommen auf dem Flug von Frankfurt nach Toronto. Aegean gibt 50% Rabatt auf europaweite Flüge. Ich muss sagen, bis zu. Ansonsten gibt es einen Musikbefehl, in Anführungsstrichen, bei indischen Fluggesellschaften von der indischen Regierung. Aber wie immer an dieser Stelle erstmal das Intro. Willkommen zu Frequent Traveler TV Takeoff, das tägliche Morning Briefing für euch aus der Welt der Meilen, der Punkte und des Status, damit ihr auch in den Tag gewappnet mit allen News starten könnt. Auch an dieser Stelle gibt es natürlich wie immer den Abonnierbefehl. Vergesst es einfach nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, dann den Beitrag zu liken und vor allem unten zu kommentieren. Heute haben wir nicht nur den Abonnierbefehl, sondern auch den Musikbefehl, aber der kommt etwas später. Das erste Thema ist etwas schade, wenn man das so sagen will, weil das Reisen auf die Malediven teurer wird. Warum wird es teurer? Weil die maledivische Regierung im letzten Sommer ein Dekret erlassen hat. Und zwar ist das so, dass ab dem 01.01.2022, also schon seit 2 Tagen, heute ist der 3. Tag, wo es gilt, die bisherige Airport Service Charge von 25 US-Dollar und dann natürlich die Airport Development Fee von 25 Dollar, also 50 Dollar, die erhoben worden sind im Ticketpreis, erhöht worden sind für alle. Warum? Ganz einfach. Man hat einfach die Airport Service Charge abgeschafft und hat was Neues entdeckt. Und das Neue nennt man jetzt Departure Tax, ganz genau. Aber die Preise sind halt erhöht worden. Sowohl die Departure Tax als auch die Airport Service Development Fee, so ist das richtig, für internationale Passagiere in der Economy Class kosten jeweils 30 Dollar, in der Business Class 60 Dollar, ja, ganz genau, und wer First Class fliegt, 90 Dollar und im Private Jet 120 US-Dollar. Vorher gab es keine Staffelung nach Höhe, sondern es gab nur eine ganz normale Fee für jeden, egal wer gekommen ist, 25 US-Dollar. Einmal hier und 25 US-Dollar da. Jetzt ist das niedrigste 60 Dollar und das höchste ist ganz einfach 2x120 sind 240 Dollar. Man kann natürlich jetzt sagen, hey, im Privatjet, ihr müsst bezahlen. Ein Unterschied wird auch gemacht, ob man auf den Malediven quasi die Staatsbürgerschaft hält. Wenn man die Staatsbürgerschaft hält, gibt es halt eine reduzierte Fee, die in der Economy Class 12 US-Dollar ist, 60 US-Dollar in der Business Class. Also da gibt es keinen Rabatt, auch bei den 90 in der First Class und beim Private Jet gibt es auch keinen Rabatt. Also es gibt nur in der Economy Class einen Rabatt, quasi sozial verträglich. Passagiere unter 2 Jahren oder Personen mit diplomatischer Immunität brauchen auch nicht zahlen und Transitpassagiere sind natürlich ausgenommen. Diese Erhöhung um 20% ist natürlich ärgerlich, aber kann man verstehen, weil man natürlich da Projekte mit finanzieren möchte. Für mich ist es nachvollziehbar, ist aber natürlich schade, wenn es teurer wird. Aber die Malediven waren ja noch nie ein Ziel, was sich jetzt dadurch hervorgetan hat, dass es kostengünstig ist oder billig sogar. Das nächste Thema, was wir haben, ist Air New Zealand. Air New Zealand bietet keine Getränke oder Speisen mehr an auf Inlandsflügen. Da sagt man jetzt, macht die Lufthansa ja eigentlich irgendwie, wenn man ehrlich ist, auch. Aber, und das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, was mich so ein bisschen errötet hat oder die Ader hat schwillen lassen, war die Aussage von dem lustigen Lernen Jarity. Warum? Ganz einfach, weil er Chief Customer and Sales Officer von Air New Zealand ist und der gesagt hat, hey, wir stellen das Essensangebot und Getränkeangebot einfach ein, damit die Leute keinen Grund haben, die Maske abzunehmen. Ganz genau, also da hat jemand jetzt keinen Servicegedanken oder sonst was, sondern es ist einfach nur die Maske abzunehmen, ist das Ziel, dass dieses halt verboten wird. Und um dem Ganzen nochmal die Krone aufzusetzen, beim Aussteigen kriegt ihr dann den Snack. Einziger Vorteil ist, dass die meisten Flüge in Neuseeland, manchmal Sprechfehler, aber erstmal einen Schluck nochmal, Moment. Also, in Neuseeland sind Gott sei Dank unter 2 Stunden ganz wenige Ausnahmen, die etwas länger sind. Ihr sagt jetzt, der Franzose hat das doch auch. Ja, das stimmt. Also der Franzose macht das auch, dass er bei Langstreckenbahnfahrten oder Langstreckenbusfahrten das auch einführt, dass es ein
Ess- und Trinkverbot gibt, damit die Maske nicht heruntergenommen werden muss. Also insofern auch eine Maßnahme, um Omikron oder halt Corona einzukreisen und nicht ins Land zu lassen. Wobei in Neuseeland sind ja schon Crewmitglieder positiv getestet worden. Über 88 Leute bei einer Crew sind zum Beispiel, wo eine positiv war, getestet worden, waren alle negativ. Aber man sehen, wie lange es dauert, bis Omikron auch in Neuseeland ist. In Deutschland ist es ja schon in vielen Gebieten die dominierende Art. Aegean, die sympathische Starlines-Fluggesellschaft aus Griechenland. Ihr kennt sie ja alle, die ihr zum Beispiel dieses Griechengold macht, weil ihr sagt, hey, da kriege ich den Status ja wesentlich günstiger. Da muss man ja 4 Segmente zum Beispiel mit der Aegean fliegen, um da den Status dann zu bekommen. Die haben einen Sale, wo sie bis zu 50% Rabatt im gesamten Netzwerk geben. Wer also den Discount-Schedule macht, also 40% Discount gibt es für Flüge März vom 1. bis zum 24. Juni 2022, 30% vom 25. Juni bis zum 14. September. Ihr merkt, das ist Saison, da gibt es weniger Rabatt. Und im September 15. bis 30. Oktober gibt es dann die 50%. Etwas Long-Term, also ihr müsst da halt etwas entscheiden, ob ihr euch da dem Commitment hingebt. Gelten natürlich die ganz normalen Corona-Bedingungen, heißt also, dass die Umbuchungen da möglich sind, aber halt gegen Kosten. Hotellerie, mein Punktestatus in Amerika. Warum bringe ich das? Amerika ist offen und ihr seid ja auch jetzt viel in den USA unterwegs. Ich habe das ja auch zum Beispiel von vielen Kunden bei mir, die in den USA unterwegs sind. Mario ist ja auch in den USA, in Pennsylvania. Er macht quasi eine Art Airbnb bei Freunden. Und wenn man jetzt aber sagt, hey, ich habe aber noch keinen Radisson-Status, kann man das machen, weil es gibt da einen Neukundenbonus. Ganz genau, bis zu 10.000 Punkte gibt es. Man muss sich in diese 2022 Enrollment-Bonus-Promotion, so heißt sie, anmelden, ganz, ganz wichtig. Die Anmeldung muss erfolgen bis zum 31.12.2022, also ihr habt das ganze Jahr noch Zeit. Und dann müsst ihr Nächte konsumieren, 2 Stück, bis zum 31.03.2023. Warum müsst ihr das konsumieren? Ganz einfach deshalb, weil für die erste Nacht gibt es 3.000 Punkte on top als Bonus und bei der zweiten Nacht gibt es 7.000, also sind maximal 10.000 Punkte möglich. Es nehmen alle Hotels teil, die den Marken Radisson Collection, Radisson Blue, Radisson, Radisson Red, Radisson Individual, Park Plaza, Park Inn bei Radisson, Country Inn and Suites bei Radisson in den USA, Kanada, Lateinamerika und in der Karibik sind. Aber was ganz schön ist an der Geschichte, man kann diese Promotions kombinieren. Das heißt also, wenn bei den Freunden von Radisson Rewards irgendwie eine Promotion noch über den Weg kommt, sagt man, nehme ich mit, mache ich. Also insofern da die Möglichkeit. Jetzt heute wieder eine kuriose Geschichte auf einem Flug, und zwar auf dem Flug von der LH-470 von Frankfurt nach Toronto, gab es ja eine Art geistig verwirrten Passagier, der die Crew, ich sage jetzt einfach mal, bedrohte. Verbal, so ist es zumindest überliefert. Und dann gab es ein Polizistenpaar aus Österreich, die auf dem Weg in den Urlaub waren, die das mitbekommen haben, weil es Unruhe an Bord gab. Und die haben sich mit der Crew, mit dem Kapitän abgesprochen, was sie tun im Zweifelsfalle. Und sie haben dann mit Handgriffen, die auch die Cobra, die ja übrigens in Österreich die Spezialeinheit ist, so wie die GSG 9 in Deutschland, die Air Marshals auch stellen, haben die dann mit diesen Handgriffen den Kollegen überwältigt und am Stuhl fixiert. Auf den Auftrag hin vom Captain, so nehme ich an, wurde er dann von den beiden auch bewacht und man ist dann sicher in Toronto gelandet, nachdem er fixiert war am Stuhl. Die Lufthansa hat Folgendes geschrieben: Wir können bestätigen, dass es auf dem Flug von LH-470 am 29. Dezember auf dem Weg von Frankfurt nach Toronto einen Zwischenfall mit einem Passagier gegeben hat. Der Flug sei planmäßig um 16.33 Uhr dann, wie gesagt, in Toronto gelandet. Und man bedankt sich wirklich bei den Polizisten und bei der Crew, die das Ganze professionell durchgeführt haben. Auch gibt es von den Beamten aus Österreich, also das heißt von der Fachabteilung, positive Worte für den Kollegen und die Kollegin wahrscheinlich, muss wohl ein paar gewesen sein, ich gehe jetzt einfach mal aus, Mutmaßung, ne? Also zumindest ein paar, so heißt es, Geschlecht ist nicht spezifiziert. Die haben
das Ganze dann sehr, sehr gut gehandelt. So heißt es dann von den professionellen Kollegen. Weil ich weiß nicht, ob die bei der Cobra-Einheit waren, aber sie haben halt Polizeigriffe geübt. Wer jetzt auf die Idee kommt zu sagen, hey, ich will mich auf dem Flug unruly verhalten, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Polizist nicht dabei ist, ist relativ hoch, macht es nicht, die Crew ist auch trainiert, so etwas zu tun. Und abgesehen davon führt es gerade in den USA, aber auch in Kanada zu sehr hohen Strafen. Und ich glaube mal, dass der Kollege bei der Lufthansa auf einer No-Fly-List ist und auch bei der Star Alliance auf eine No-Fly-List kommt. Schwierige Wörter heute, die ich benutze. Das letzte Thema heute ist, nachdem ihr von mir den Abonnierbefehl kennt, gibt es eine Art indischen Musikbefehl, ganz genau. Ihr kennt das ja zum Beispiel, wenn ihr bei Austrian Airlines an Bord kommt, da gibt es halt so Wiener Walzer Geschichten, um diesen Ohrwurm reinzugeben. Bei der Lufthansa ist das ja aufgrund der, ich glaube, GEMA-Gebühren oder was auch immer, Lizenzgebühren, abgeschafft worden. Und viele Fluggesellschaften auf Emirates haben ja diese Boarding-Musik, wo sie richtig viel Geld ausgegeben haben. Stelle ich mir vor, bei den indischen Fluggesellschaften ist das auch so, dass man immer weiß, bei welcher Fluggesellschaft man ist. So wie ja auch zum Beispiel einige Firmen auch einen gewissen Duft haben. So haben sie halt da auch eine Musik, wenn ich das mal so sagen darf. Aber die Regierung hat auf Initiative von, und den Namen muss ich jetzt ablesen, Ustad Wasifuddin Daga, ist übrigens einer der Künstler, die gesagt haben, wir sind so reich an der Kultur in Indien und die Musik ist ein Teil der Kultur, auch vor allem der spirituellen, religiösen Kultur. Warum wird keine indische Musik gespielt? Daraufhin hat man das als Bitte formuliert an die Fluggesellschaften, indische Musik zu spielen. Nicht, dass da keine indische Musik gespielt worden wäre. Es gibt die auch im Unterhaltungsprogramm und so weiter. Wer das möchte, hat man halt diese Fluggesellschaften in Indien jetzt aufgefordert, das zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Bitte, ob das jetzt etwas ist, wo man jetzt Nein sagen kann. Sie wollen das vielleicht gar nicht ablehnen oder so ähnlich. Also insofern macht euch selber ein Bild. Ich habe euch mal jetzt ein Video von dem Initiator Ustad Wasifuddin Daga, damit ihr mal so einen O-Ton hört aus seinem Morning Dupat, also einer Show von vor 2 Jahren. Aber hört jetzt selber. Nachdem wir dem Musikbefehl gelauscht haben, gebe ich euch noch einfach mal den Abonnierbefehl. Denkt daran, dass ihr den Kanal einfach abonniert, dann die Glocke anmacht, damit ihr auch informiert seid, wenn wir morgens immer wieder eine Folge für euch hochladen, damit ihr das nicht vergesst. Wir werden auch zwischendurch Folgen hochladen, so wie ihr das kennt. Aber wie gesagt, ganz einfach Abonnierbefehl, Glocke an. Kommentieren reichhaltig unten. Danke für die, die kommentiert haben und vor allem den Beitrag liken. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler Takeoff, dem Morning Briefing für euch. Also, bis dann. Ciao.